Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück beim Premium Galactic Survivor. Frisch, fromm, fröhlich, frei geht's wieder ans Werk. Auf alle Fälle meinte der Seno, es gibt hier was, wo ich mal drauf gucken soll. Das heißt, ja, ich habe hier auch noch, ich weiß gar nicht, ob ihr das alles gesehen habt. Ich bin mir, okay, wir gucken erstmal nach oben. Wir müssen aber, bevor wir das machen, das Wichtigste, die scheiß Gewürze abernten. Ja, davon brauchen wir nämlich en masse Gewürze und Beeren. Hier, Gewürze. Ja, ich habe schon ein bisschen gesammelt. Also 40, 19, also 20, 40 minus 2 sind 38 plus 1 sind 39. Okay. Ja, hier die Tür. Ich glaube, das habt ihr alles gesehen. So. Kleiner Bosuskleuter-Pott. Ja, und es ist natürlich dunkel. Okay. Ich muss mal hier Jetpack anschalten. Uzi alle, Olli, jawollo. Was? Rede? Sehr nice. Ein klitzekleines Geschenk. Von Seno. So, P. Den stellen wir jetzt mal auf NWO. Power hat er natürlich keine mehr. Haben wir noch ein bisschen. Achso, ne, verbraucht Power. Alles klar. Sauerstoff, Licht, Schubdüsen. Moment. Also wir haben jetzt sehr schön Bildung. Ja, kleiner Straßenflitzer hier. Klein ist natürlich immer so eine Sache, ne? Aber sehr nice. So, wenn wir jetzt mal anhalten, ich zwisch doch mal. Sehr cool. Mit den Rädern finde ich ganz nett. Ja, die Fahrzeuge werden hier auch mehr und mehr. Das ist ja schon mal. So, und eigentlich können wir Power ausmachen. Geräte, ist da noch was im Kühlschrank? Nicht, dass da irgendwas reingelegt wurde? Nein, natürlich nicht. Okay. So. Sehr schön. Vereinte Welt der Föderation. Oder, des Uncool Olli-Universums. Sehr schön. Ja, wenn das dem so ist, dann machen wir das jetzt überall ran. Sehr schön, sehr schön. So, aber wir wollten ja eigentlich was anderes machen. Ja, Seno, vielen lieben Dank. So, wir müssen hier einmal Minigun kleines Raumschiff herstellen. So, da gucken wir einmal. Wir brauchen Minigun. So, erstmal kleines Raumschiff, okay. So, Minigun. Die braucht 15 mm Kugeln, okay. Dann nehmen wir das wieder raus. Wir nehmen das wieder raus. Und jetzt müssen wir 15 mm Kugeln. Dafür brauchen wir Stahlplatten und Nitrocellulose. Das sind 1000. Achso, können wir nicht machen, okay. Nitrocellulose aus Pflanzenfasern. Okay, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier diese Pflanzenfasern absammeln. Die brauchen wir jetzt nämlich auch immer en masse. So, Fasern. Da erstmal rein. Dann können wir hier die mitnehmen. Die mitnehmen.
Und die mitnehmen. Ja, fast 200, über 200. So, Pflanzenfasern. Die packen wir hier in diesen schönen überdimensionierten Konstrukt. Ich nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. So. Aus einem Pflanzenfaser stellen wir 20 her. Okay, das können wir eigentlich schon mal machen. Ja, doch, das passt doch. So, was brauchen wir noch? 15 Millimeter Stahlplatten. Eisen. Eisen. Oh, guck mal hier, haben wir auch noch eine Nitrozellulose. So. Zwei Eisenbarren. Das heißt, wir hätten 800. Oder irgendwie so ähnlich. Ich glaube, wir müssen uns hier mal bald. Guck mal, hier haben wir noch so ein Ding. Erstmal was mümpfeln. Ja, Essen ist existenziell momentan. Das ist ja, ist ein bisschen. Nitrozellulose. Ich hoffe, dass das so geschrieben wird. Okay. So, da können wir erstmal hier schon mal Nitrozellulose. Doch. Können wir das Zeug erstmal hier reinpacken? Dann haben wir das nämlich schon mal hier drinne. Gut. Hätten wir das. Achso, was brauchen wir noch? So. Plasma für kleines Raumschiff. Plasma. Plasma, kleines Raumschiff, Bohrer, Artillerie, Plasmageschütz, Brauch, PK-Ladung. Ne, nicht BG, PK-Ladung, KR, hier. Erestrum, Pentaxid, Kunststoff, Rohmaterial. Erestrum. Erestrum. Restaurant. Und dann brauchen wir ihr Restaurant Gel. Ich weiß, das würde ja auch alles automatisch dann herstellen, aber so habe ich ein bisschen Kontrolle darüber. So, ihr Restaurant Gel. Komm, dann machen wir hier erstmal die voll und stellen hier mal Erestrum Gel her. Eine Stange. Okay, Erestrum Gel. Pentaxid Roh. Pentaxid. Okay, hier können wir erstmal noch Sauerstoffflaschen herstellen. Wasserkanister und Stahlplatte. 50 hätten wir 100, okay. Und dann können wir noch ein paar Energiezellen herstellen. So viel wie geht. Okay, Pentaxid Roh. Gut. Dann Kunststoffrohmaterial, das kriegen wir aus. Getreide und Gesteinsmehl. Okay, haben wir das hier? Erstmal haben wir hier Kunststoffrohmaterial. Gesteinsmehl, dann können wir das schon mal nehmen. Und Getreide. Getreide hätten wir.
Nehmen wir das Schöne hier. So, 36. Ja, komm mal hier, das können wir alles mitnehmen. Kann ja einmal abgefrühstückt werden, das ist ja nicht so viel. Das ist ja nicht alles im Rahmen des gesetzlich Erlaubten. So, Kunststoffrohmaterial. Okay. So. Nitrocellulose. Und Kunststoff Rohm. Ja, passt natürlich nicht hin. Kunststoff Rohm. Okay. Ja, der kann die einmal verballern, das passt. So, Kunststoffrohmaterial. Und Erestrumgel. Ja, das brauchen wir nicht herstellen, das kann er sich selber herstellen, so wie er es braucht. Den verballern wir nicht. Aber hier, das Kunststoffrohmaterial, das kann man immer mal gebrauchen. Gut, weiter geht's. Pekal und KR, gut, das hätten wir. Dann Pulsmunition. Pulsmunition. Für einen Pulslaser. Pulslaser, der braucht LS-Ladung KR. LS-Ladung KR. Pentaxid und Kunststoffrohmaterial. Alles klar, haben wir. Rack LFMKR Raketenwerfer LFKR, der braucht 135 mm Z-Rax. 135 mm Z-Rax. So, brauchen wir Stahlplatten, haben wir Promethium Pellets, Magnesium und Elektronik. Magnesium. Das habe ich schon veredelt. Das ist ja nicht so gut gewesen. Promethium. Haben wir keins mehr hier. Wir brauchen dringend Promethium. Okay. Da kriegen wir 10 raus. Hätten wir 2300 Stück. Das sollte ja reichen. Okay. Pellets. Genau, das kann der hier erstmal ganz entspannt verballern. So, 135 und Elektronik. Elektronik kriegen wir. Was brauchen wir dafür? Elektronik, Kupferbarren und Siliziumbarren. Silizium, einmal bitte Silizium. Und Kupfer, bitte. Silizium. Und dann brauchen wir nur noch die Railgun. So, gleich erstmal ein bisschen sortieren. Okay, Nitrocellulose haben wir drin, ja. So, dann können wir mal hier 200 Pellets herstellen. Dann können wir auch mal gleich 200 Erestrumgel herstellen. So. 200 Elektronik. Okay. Wir brauchen Railgun. Rail Minigun. Puls. Raketenwerfer. Puls Laser Railgun. Die braucht Railgun Kugeln. Das waren, ohne hinzugucken, also doch hingucken hier, das hier brauche ich. Kobaltlegierung und Satiumbarren.
Kobalt und Satium. So, gut, dann können wir das alles herstellen. Also 15 mm. Wir wollen also aus 1 kriegen wir 100 Stück. Aus 10 kriegen wir 1000. Also stellen wir 50 her. 50. Kobaltlegierung. Kobaltlegierung. Halt, jetzt fehlt hier uns fehlt hier irgendwas. Nanoröhren. Kobaltlegierung. Eisenbahn. Das ist ja kacke. Eisen ist nicht mehr so reichlich da, glaube ich. So wie es ausschaut, fast gar nichts mehr. Scheiße, wir müssen unbedingt Eisen holen. Okay. Scheiße, kriegen wir nur 30 Legierungen raus. Ja, okay. Scheiße, brauchen wir 4 von. Oh, Kacke. Ja, wir machen erstmal 50. So, dann hiervon 135 Checkracks. Da kriegen wir nur 7 raus. Alter Schwede, das müssen wir aber 100 machen hier. 700 Stück brauchen wir schon. 1, 2, 3, 4. Und dann ist Ladung. Nee, das ist ein bisschen viel. 50. Okay, das kann er jetzt ganz in Ruhe herstellen. Ich hole mir nochmal schnell meinen Sauerstoff hier raus. Na, Olli, alles gefunden? Jawollo. Nice. Alles. Eins, oder? So, Sauerstoff. Ist voll. Treibstoff. Ist voll. Gut. Hier haben wir die kleinen und die großen. Ich hoffe, dass das mal irgendwann hier alles voll ist. Achso, Essen. Alles super. Weil du gesagt hast, alles gefunden. So, okay. Ja, immer wenn ich okay sage, geht mein Handy an. So, einmal kurz hier abernten. Das ist ja auch alles Teil der Empyreon-Früchte. Früchte brauchen wir eigentlich nicht. Hier Beeren brauchen wir. Haben wir hier Pflanzenprotein? Ja, können wir auch mitnehmen. Davon können wir uns dieses andere Zeug da basteln. Kräuterblätter. Was mir aufgefallen ist, ich habe keine Aloe Vera. So, was haben wir hier? Früchte. Früchte brauchen wir auch nicht. Pilze können wir mitnehmen. Und dann hier den Süßstoff. Und was haben wir hier? Gemüse brauchen wir auch erstmal nicht. So.
Stimulanz, Pilze, Süßstoff, Küchen-Eier, Kräuterblätter, Früchte, 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 hier, Früchte, Früchte ist voll. Weißt du was? Früchte, Fruchtsaft, Früchte, benötigt zwei Früchte, können wir zwei erstmal herstellen von. Okay, der Saft, hier unten rein, Beeren, Beeren und Gewürze und Pflanzenprotein, da unten, genau. So, hier Leiber Brot, das passt. Wenn das voll ist, dann können wir das hier alles in Brot. Und wenn das Brot um ist, dann können wir das in Burger umwandeln. Das ist nämlich das Gute, wenn ich hier bin und gerade ein bisschen weniger habe, dann kann ich hier einmal volle Kanne voll tanken. Gesundheitswert 90. Nee, ich brauche Nahrung 0. Das bringt hier auch wirklich gar nichts. Waffeln. Ja, wenn der voll ist, dann kann man hier halt noch ein paar mehr machen. So, was haben wir hier? Frachtbox, nix, was haben wir hier? Frachtbox, nix, was haben wir hier? Frachtbox, nix, was haben wir hier? Okay, Wasser und Schotter. Wasser, Schotter. Schriftfarbe lila, Hintergrundfarbe weiß. 15 Wasser und Schotter. Entschuldigung. Das brauchen wir nämlich, um hier so einiges an Medikamenten herzustellen. Oh, hier haben wir noch Pentaxid. Ah, es ist ja schon gar nicht so verkehrt. Und hier Nitrocellulose. Und Gesteinsmehl. So, Aloe Vera Keim. Haben wir einen Aloe Vera Keim? Aloe Vera Keim. Was brauchen wir, um Aloe Vera Keim herzustellen? Feathering, Akur, Fasern, Guss. Zwei Kräuterblätter, gereinigtes Wasser und Nährlösung. Weizen. Mais. Aloe Vera Creme, da kriegen wir nur Kräuterblätter draus. Moment, ich bin verwirrt. Okay, tun wir hier wieder rein. Kräuterblätter, Kräuterblätter, Kräuterblätter. Okay, dann habe ich mich wohl verguckt beim letzten Mal. Ja, also brauchen wir, also kriegen wir da Kräuterblätter. Aber wie kriegen wir denn hier diese Aloe Vera her? Weil wir kriegen ja hier nur den Keim draus. So, und aus dem Aloe Vera Keim wird Kräuterblätter. Bin verwirrt. Ja, wie gesagt, das Wichtigste hier, scheiß Gewürzdinger, die muss man immer abnehmen, damit wir uns diese Dosen hier machen können. So, 155. Ja, ja, ja. So, hätten wir das. Können wir mal schön die Aussicht hier genießen. Die Sonne auf? Ja, die Sonne geht auf.
Ja, wir müssten theoretisch eigentlich losfliegen. Wir haben ja gar nichts gemacht heute in der Folge. Wir sind nur rumgelaufen und haben hier sortiert und Munition hergestellt. Beziehungsweise Munition wird ja erstmal noch hergestellt. So, den Rest kann er selber machen. Okay. Metroid gesichtet. Metroid müssen wir uns eigentlich, die brauchen wir auch. So, Kunststoffrohmaterial. Wir haben hier 10 Bergbaukerne. Wir könnten uns theoretisch und praktisch Kondensatoreinheit und die Kondensatoreinheit braucht Oszillator, Nanoröhren und Stahlplatte. Ja, wir brauchen Stahl. Gut, würde ich sagen, weil das Bohren ja immer das super Interessante ist, gehe ich mal auf Bohrkurs. Beende die Folge für heute. Wir sehen uns, ja, wie ihr mitgekriegt habt, ich lade jetzt immer dienstags, donnerstags und samstags hoch. Epische Waffen? Ja. Lea, deine gähnende Leere bei den epischen Waffen. Ja, also dienstags, donnerstags und samstags kommen immer jetzt Empyrean-Folgen. So, leichte Rüstung, die ist noch so gut wie ganz. Dann würde ich sagen, ich schnapp mir jetzt mein Fahrzeug, packe noch ein bisschen Essen ein und gehe dann auf Erzejagd, also Metroidenjagd. Ja, bis später und ciao.